Was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Sorry, dass so lange nichts kam. Ja, hatte mehrere Gründe. Einmal war das Wetter hier ultra schlecht, also so ein Regen, Wind. Ja, war nicht viel zu machen draußen. Plus, ich habe mich jetzt dazu entschieden, wie ihr wahrscheinlich im Titel seht, als Freelancer hier mein Glück zu versuchen. Ich werde auch jetzt gleich im Anschluss, wenn ich das Video aufgenommen habe, dahin gehen zu dem Laden, der heißt Jobs Plus. Das ist ja der Ort, wo du, keine Ahnung, deine Steuernummer kriegst, wo du ja, dich da als Freelancer da irgendwie eintragen kannst, sage ich mal. Ne? Ich halte euch da auf dem Laufenden, wie der ganze Prozess ist. Ist wahrscheinlich auch für den einen oder anderen, der hierher kommen möchte und als Freelancer arbeiten will, hilfreich hoffentlich. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also es war der 18.01. und ja, man hatte nur noch ein paar Tage, bis man dann die Probezeit bestanden hätte. Ich wurde dann irgendwie am 20. zu einem Training eingeladen ins Büro, dachte mir, okay, was sein muss, muss sein. Ja, war für mich aber ein Signal, okay, ich werde durch die Probezeit kommen, die wäre nämlich am 2.02. vorbei. Naja. Dann habe ich aber am 18. um 14 Uhr, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr hätte ich arbeiten müssen, einen Anruf bekommen vom Chef höchstpersönlich zu einem Konferenzcall. Und schon da dachte ich mir, ach du Scheiße, das heißt nichts Gutes. Naja, mir wurde dann direkt klipp und klar gesagt, ey, das wird nichts, du brauchst auch jetzt die Stunde gar nicht mehr zu Ende zu arbeiten. Wir bezahlen dich bis zum 18. beziehungsweise da die zwei Tage oder so, die ich noch frei hätte. Das kriege ich noch dazu, zum Glück. Ja, ich war erstmal schockiert, habe gefragt, ja, wie kommt das dazu? Wieso hat mir denn vorher niemand irgendwas gesagt, dass es da Probleme gibt? Die meinen, ja, ganz frech, müssen wir dir nicht sagen, weil es in der Probezeit ist, wir können nicht jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Kann ja auch sein. Wäre trotzdem schön, das zu erfahren. Also dann dachte ich, okay, bin ich jetzt der Einzige? Habe dann die ganzen Leute angeschrieben, mit denen ich Kontakt hatte, und es war so, dass wirklich einige gekündigt wurden. Also allein die Hälfte von denen, mit denen ich angefangen habe, die jetzt auch durch die Probezeit durch wären. Naja, ich dachte mir erstmal, heilige Makrele, was soll ich jetzt machen? Es wurde halt richtig der Boden unter den Füßen weggezogen. Also einen Monat hätte ich hier bestimmt überleben können, mit Miete und allen Kosten. Aber danach wird es kritisch werden. Für mich habe ich direkt realisiert, ey, das wird sowieso darauf hinauslaufen, weil du bist ja nirgendwo im Voraus bezahlt, normalerweise. Das heißt, ich müsste den ganzen Februar durcharbeiten, um dann Ende Februar das Geld zu kriegen. Ja, wie gesagt, hätte ich alles überlebt, habe dann aber trotzdem gedacht, so, ey, ich muss jetzt zum 1.2. irgendwo starten. Habe da alles in Bewegung gesetzt, wo ich eh teilweise schon dran war, um euch dann Infos über den Arbeitsmarkt zu geben, war ich hier und da und hier schon teilweise im zweiten Prozess, also ich hatte teilweise auch schon Verträge liegen, hätte dann nur noch einen Test machen müssen. Ja, waren alles keine Traumjobs. Also das eine war ein Callcenter, wo ich dann auch den Test gemacht habe, weil ich wusste, okay, den habe ich sicher. Auch wenn es ja, ein absoluter Mülljob gewesen wäre, sag ich mal, hätte ich das einen Monat durchgezogen, mir in der Zeit was anderes gesucht, keine Ahnung. Habe mich sogar für Jobs in Griechenland, in Portugal beworben. Habe sogar überlegt, nach Deutschland zu gehen, da einen Monat kurz zu arbeiten, um hier die Kosten für den Monat zu decken. Dachte mir aber, okay, ich schaue mal weiter, ich strecke mal meine Fühler weiter aus. Bin dann aber zum Glück relativ schnell dann auf diese Freelancer-Geschichte gestoßen. Das ist eine Plattform, ich kann euch da gerne den Link reinschicken, falls es den einen oder anderen interessiert. Da haben die aktuell so eine, ich weiß nicht, wie lange das geht, ob es für immer ist oder nicht, aber eine Aktion, wo ihr mit 50 Euro startet direkt. Naja, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so, ey, ich muss das jetzt machen. Das ist genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte, weil ich bin richtig komplett ortsunabhängig. Ich kann auch in Asien zum Beispiel arbeiten. Das ist halt ja, so ein Ding, was ich sowieso machen wollte. In Japan, keine Ahnung. Und das gibt einfach die Möglichkeit, da über 80 Länder, glaube ich, kann man
kann man für einen Monat, keine Ahnung, ein paar Monate sich da einrichten und arbeiten. Und ja, deswegen fokussiere ich mich da jetzt komplett drauf, werde mich, wie gesagt, jetzt darum kümmern, da die Unterlagen zu kriegen, die auch schnellstmöglich auszufüllen. Ich werde euch die dann zeigen, wenn ich da welche kriege. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt einiges im Internet recherchiert und theoretisch gesehen, laut den Leuten, sollte das eigentlich relativ zügig gehen. Du kannst, also du brauchst nicht direkt deine eigene Umsatzsteuernummer, du hast ja, also ich habe ja hier eine bekommen, weil ich gearbeitet habe, die kann ich auch erstmal eingeben und habe dann gleich ein oder zwei Monate Zeit, dann meine richtige eigene Steuernummer dort einzutragen. Ja, was, also keine Ahnung, steuerlich ändert sich nicht viel, man zahlt 15%. Das Einzige, worum man sich kümmern muss, ist, glaube ich, dann wirklich die Krankenversicherung, die man selber dann zahlen muss. Ob man die wirklich abschließen muss, ist eine andere Frage, weil es gibt hier, also in jeder Apotheke im Hinterzimmer sitzt ein Arzt, da kannst du hingehen, ihn einen Zehner hinlegen und der untersucht dich, der macht dies und das. Natürlich, wenn du jetzt hier irgendwas, einen Herzinfarkt oder was auch immer erleidest, dann wird es teuer, wenn du nicht versichert bist. Deswegen, da muss ich nochmal schauen, aber die Infos kommen definitiv. Ich halte dich auf dem Laufenden, jetzt wird hoffentlich das Wetter auch mal ein bisschen besser, dann schaue ich mal. Ich denke mal, wenn das alles klappt, wie ich mir das da vorstelle, werde ich auch im Anschluss noch mal eine ganz neue Bucht. Also für mich, ich war schon mal kurz da, aber die ist auch sehr, sehr bekannt, teilweise auch ein Geheimtipp. Die werde ich dann hoffentlich mal abchecken. Rucksack ist gepackt. Ja, in diesem Sinne, Leute, ich bin nicht tot, ich lebe noch und es geht weiter. Ach so, Leute, fast vergessen. Für diejenigen, die jetzt hier anfangen, es sind 5 Personen. Ja, Bernd Pascal, Sascha, Marie eventuell hoffentlich und Anna. Ja, macht euch keinen Kopf. Also, die haben jetzt echt gut aussortiert. Theoretisch gesehen müsste da jetzt wieder genug Platz sein für neue. Aber ihr müsst natürlich auch vernünftig eure Arbeit machen und die ist, sag ich mal, nach 3-4 Monaten nicht mehr so ganz ohne, weil ja scheinbar dann auch die Zahlen etc. eine sehr große Rolle spielen. Also ihr müsst dann schon irgendwann wirklich wie so ein Roboter da sitzen und die Dinger weghauen. Ob ihr es richtig vernünftig macht, interessiert aber am Ende kein Schwein, habe ich jetzt gelernt. Es geht da wirklich nur um die Quantität. Aber wie gesagt, der Job an sich ist sehr, sehr entspannt und ja, ist machbar definitiv, also macht euch da keinen Kopf. Ansonsten gibt es hier, wie gesagt, ganz, ganz viele andere Jobs. Leider nicht ganz so viele, wie ich mir oft habe im Homeoffice. Von Hose aus ist halt eh schlecht. Also ich hätte wirklich 2 geile Jobs. Vor allem auch der Job bei der Novum Bank ist sehr, sehr gut. Der ist aber halt auf Malta im Büro. Und da ich nicht garantieren kann, dass wenn hier schlechtes Wetter ist und die Fast Ferry nicht fährt, werde ich erstmal abwarten. Aber Lust auf diesen Job hätte ich auch gehabt, definitiv. So viel dazu. Aber ihr macht das schon definitiv. Und ja, ich gehe jetzt mal los und mache mich hoffentlich selbstständig.